Herzlich willkommen zurück zu unserem Kurs Python für Juristen. Wir sind in der zweiten Folge und wir beginnen mit unseren allerersten Programmen. Wir werden in dieser Lektion einen Gerichtskostenrechner für das einfache Zwei-Personen-Verhältnis programmieren und wir werden ein Programm zum Berechnen der Umsatzsteuer bzw. zum Herausrechnen der Umsatzsteuer aus Preisen entwickeln. Als Hausaufgabe sollen Sie ein Programm zur Berechnung des Blutalkohols entwickeln. Das setzt voraus, dass Sie die Programme, die wir hier lernen, schon einigermaßen beherrschen. In jedem Fall sollten Sie aber auch ein wenig experimentieren und mit den Programmen spielen. Nur dass Sie abschreiben können, was wir hier gemacht haben, bringt Ihnen gar nichts. Ich habe jetzt die Adresse repelit.com/languages/python3 aufgerufen, die ich auch schon in der ersten Lektion angegeben habe. Und per Vorgabe sieht die Seite so aus, dass in der linken Spalte momentan Print Hello World steht und in der rechten Spalte angegeben wird Python 3.8.2 und eine Eingabezeile. In der linken Hälfte des Fensters können Sie jetzt Programmcode eingeben. Dann können Sie oben auf Run drücken und gucken, was rechts passiert. Wenn Sie also jetzt zunächst einmal auf Run drücken, dann wird das Programm ausgeführt und rechts erscheint Hello World, weil das ist, was dieses Programm leistet. Für unser erstes kleines Programm wollen wir einen Kostenrechner für einfache zivilprozessuale Streitigkeiten mit zwei Parteien entwickeln. Grundlage dafür ist Paragraph 92 ZPO, den ich hier für Sie einmal vorbereitet habe. Paragraph 92 ZPO sagt, wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten gegeneinander aufzuheben. Das interessiert uns hier nicht. Oder, und das ist der wichtige Teil, verhältnismäßig zu teilen. Das heißt, wir müssen einen Rechner entwickeln, der die Kosten so berechnet, dass am Ende 100% der Kosten verteilt werden, und zwar verhältnismäßig nach dem Obsiegen und Unterliegen der Parteien. Damit wir das können, müssen wir natürlich anteilig berechnen, in welcher Höhe jede der Parteien gewonnen bzw. verloren hat, bzw. wie die ZPO uns sagt, ob siegt oder unterlegen ist. Die Zeile Print Hello World nutzt uns für dieses Programm nichts, sodass wir sie schlicht löschen können. In die erste Zeile Ihres Programms sollten Sie immer einen Kommentar setzen, der erklärt, was dieses Programm eigentlich leistet. Das heißt, nach dem, was wir bisher gelernt haben, beginnen Sie mit einer Raute, dann setzen Sie eine Leertaste und schreiben dann einfach das, was Sie als Beschreibung angeben müssen. Zum Beispiel einfach Programm 01, Kostenrechner nach § 92 Absatz 1 Satz 1 ZPO. In die zweite Zeile schreiben Sie ebenfalls einen Kommentar, nämlich wer das wann geschrieben hat. Und weil wir coole, amerikanisch denkende Personen sind, setzen wir ein Copyright-Zeichen, das heißt ein C in Klammern davor. Rechtlich hat das keine Bedeutung, aber es ist immerhin ein guter Hinweis, dass Sie ein Recht sich vorbehalten. Dann schreiben Sie das Datum, an dem Sie den Code geschrieben haben, und Ihren Namen und schon weiß jeder, von wem das Programm stammt. Gut, das ist noch nicht allzu spektakulär. Wenn Sie dieses Programm jetzt ausführen würden, würde schlicht gar nichts passieren, denn die Kommentare richten sich ja nur an Sie und nicht an den Computer, der damit auch nichts anfangen kann. Wir müssen jetzt als ersten Schritt überlegen, welche Informationen brauchen wir, um überhaupt diese Kostenquote auszurechnen. Und wir brauchen dafür zunächst den Streitwert, das heißt den Wert, den die konkrete Streitigkeit in der Summe hat.
Wichtig ist das zum Beispiel, wenn es eine Klage und eine Wiederklage hat, dann werden diese beiden addiert. Wenn also A von B 100 Euro will und B von A 200 Euro, dann haben wir 100 plus 200 sind 300 Euro. Welchen Typ soll dieses Feld haben? Nun, die Variable soll auch Kommazahlen enthalten, denn Sie können auch 13,67 Euro einklagen. Das heißt, wenn Sie nur Ganzzahlen ohne Komma nehmen würden, könnten Sie nicht alles abbilden, was in der Praxis vorkommt. Das heißt, Sie brauchen einen Float-Wert und dann kommt unsere erste Zuweisung, damit man weiß, welcher Wert ursprünglich vorhanden ist. Und das ist hier schlicht 0. Was brauchen Sie noch? Damit Sie ein Verhältnis rechnen, sagt das Gesetz, brauchen Sie das Obsiegen und Unterliegen der jeweiligen Parteien. Also brauchen Sie ein Feld Erfolg des Klägers. Und auch das ist wieder eine Gleitkommazahl, denn auch der kann natürlich nur 20 Cent gewonnen haben oder auch 13,67. Spiegelbildlich zum Erfolg gibt es dann auch ein Unterliegen, denn in Höhe des Restbetrages, den er nicht bekommen hat, hat er offensichtlich verloren. Und schließlich wollen Sie ja auch ein Ergebnis haben, nämlich welche Kosten der Kläger trägt. Das ist eine Prozentzahl zwischen 0% und 100%, die aber ebenfalls wieder Kommazahlen haben kann. Das heißt, es kann sein, dass er 12,97% tragen muss oder 97,5%. Auch das ist wieder eine Gleitkommazahl damit, sodass wir das einfach so machen. Spiegelbildlich gibt es natürlich auch einen Kostanteil des Beklagten, der im Grunde schlicht der Rest zu 100% ist. Das heißt, alle Kosten, die nicht der Kläger trägt, trägt der Beklagte. Der Staat zahlt nichts. Wenn Sie dieses Programm jetzt wieder ausführen, stellen Sie fest, es passiert immer noch nichts, denn das Programm sieht keine Eingabe oder Ausgabe vor. Das heißt, das Programm kann noch nichts Sinnvolles tun. Schreiben wir jetzt weiter an unserem Programm, dann kommt als nächstes endlich eine Zeile, die eine Ausgabe macht. Und wie Sie sich erinnern, haben wir dafür den Befehl Print. Idealerweise sagt Ihnen das Programm, sobald es das erste Mal gestartet wird, was es macht. Also schreiben wir hier eine Erklärungszeile. Zum Beispiel, dieses Programm berechnet die Kostenquote nach § 92 Absatz 1 Satz 1 ZPO im Zwei-Personen-Verhältnis. Das ist deshalb wichtig, weil das Ganze wird deutlich komplizierter, wenn Sie mehrere Kläger und oder mehrere Beklagte haben. Dann brauchen Sie die sogenannte Baumbachsche Kostenformel und das würde über das hinausgehen, was wir momentan können. Wir werden uns aber noch später damit beschäftigen. Das ist eine der Hausaufgaben, die sehr viel später in diesem Kurs auf Sie zukommt. Wenn Sie nun dieses Programm starten, dann passiert wie erwartet Folgendes. Es gibt nämlich das aus, was Sie gerade programmiert haben. Es erscheint also genau diese eine Zeile als Text. Als nächstes müssen Sie natürlich Eingaben abfragen. Sie müssen den Nutzer fragen, wie hoch denn der Streitwert war und in welcher Höhe er gewonnen hat. Das funktioniert, indem Sie die Funktion Input benutzen. Das haben wir letztens schon gelernt. Da Input einen Wert zurückliefert, müssen wir diesen Wert ebenfalls in eine Variable speichern. Und das machen wir nach dem obigen Muster. Und wir nennen die Variable hier vereinfacht einfach Eingabestreitwert, weil das eben der Text ist, der eingegeben worden ist. Dazu einfach Eingabestreitwert Doppelpunkt str, weil das Ganze Ihnen nur strs zurückliefert und dann ein Gleichheitszeichen, das heißt, es muss ein Wert zugewiesen werden und das ist jetzt nicht ein Wert von Ihnen vorgegeben in Anführungszeichen, sondern ein Wert, den der Endbenutzer eingibt. Daher unser Input, Klammer auf, wie hoch ist der Streitwert in Euro? Fragezeichen.
Und damit es schön aussieht, machen Sie noch ein Leerzeichen, denn sonst würde die Eingabe direkt hinter dem Fragezeichen klemmen. Das Ganze wiederholen wir noch für den Erfolg. Auch das ein Text, also Doppelpunkt STR und auch da wieder eine Eingabe, also ein Input. Input, in welchem Umfang war die Klage erfolgreich? Klammer auf, in Euro, Fragezeichen. Bisher noch relativ unspektakulär. Gucken wir, was passiert, wenn man das Programm ausführt. Es erscheint unser Erklärtext vom Anfang und jetzt haben wir die Frage mit einem blinkenden Cursor, wo ich eine Eingabe machen kann. Ich kann also zum Beispiel 3449 eingeben und sagen, die Klage war nur im Umfang von 10 Euro erfolgreich. Allerdings viel mehr passiert noch nicht, denn die eigentliche Berechnung haben wir noch nicht vorgenommen. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Problem, denn die Werte, die eingegeben worden sind, sind Strings, das heißt STR. Damit das Ganze weiterverarbeitet werden kann, brauchen wir aber Gleitkommazahlen, das heißt Floats. Wir müssen also die Eingabe umwandeln in einen Float und das macht uns Python zum Glück sehr leicht. Wir müssen dazu den Streitwert zuweisen, das heißt, wir machen Streitwert gleich. Und jetzt schreiben wir hin, welchen Typ der Wert haben soll, der da reingeliefert wird, nämlich ein Float und welcher Wert umgewandelt werden soll, also unser Eingabestreitwert. Dieses Programm macht also zunächst eine Umwandlung der Eingabe in eine Ziffer. Sie geben einen Text ein und der versucht, eine Zahl daraus zu machen. Dasselbe müssen wir wiederholen mit unserem Erfolg. Das heißt, Erfolg gleich Float, Klammer auf und dann Eingabe Erfolg. Wandle also den Eingabetext in eine Gleitkommazahl um. Jetzt müssen wir nur noch unsere Berechnungen durchführen. Und die Berechnung ist, dass wir das Unterliegen berechnen. Und das geht ganz einfach. Wir gucken nämlich die Gesamtsumme, um die es ging, und den Anteil, mit dem ich Erfolg gehabt hatte. Mit dem Rest habe ich offenbar keinen Erfolg gehabt. Das ist mein Unterliegen. Und jetzt müssen wir nur noch das Verhältnis ausrechnen. Das Verhältnis bestimmt sich ganz einfach, indem ich nämlich rausrechne, in welcher Höhe ich verloren habe und in welcher Höhe ich gewonnen habe. Das heißt, für den Kläger ist es ganz einfach, unterliegen durch Streitwert. Für den Beklagten können wir einfach sagen, er muss die restlichen Kosten tragen. Das heißt, wir rechnen 100% minus die Kosten des Klägers. Allerdings, damit das mit den 100 funktioniert, müssen wir auch die Klägerkosten in Prozent umwandeln. Und das ist ganz einfach, indem wir das Ganze mal 100 multiplizieren. Wenn Sie das Programm jetzt ausführen, dann passiert immer noch nichts Spektakuläres. 130. Warum sagt das Programm uns jetzt nicht das richtige Ergebnis? Nun, alles, was Sie bisher gemacht haben, war die Berechnung im Kopf des Computers durchzuführen. Sie müssen also dieses Ergebnis auch noch ausgeben. Und wie erfolgen Ausgaben? Völlig richtig, über die Funktion print. Also brauchen wir wieder eine Zeile print und diese Zeile gibt Ihnen jetzt das Ergebnis aus. Wir machen also erstmal eine Leerzeile, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Und dann sagen wir, wie Kosten des Rechtsstreits trägt der Kläger. Und jetzt müssen wir eine Lücke vorsehen, in die ausgegeben werden kann, in welcher Höhe der Kläger die Kosten trägt. Also machen wir da einfach ein Prozentzeichen hin. Na, wir müssen eigentlich schreiben zu Prozent. Jetzt müsste man noch ergänzen, Prozent und der Beklagte zu Prozent
Prozent. Jetzt haben wir zwar zwei Lücken, aber Python weiß noch nicht, was in diese Lücken eingesetzt werden soll. Daher machen wir hinter das Anführungszeichen ein Prozentzeichen, das sagt, Achtung, jetzt kommen die Inhalte für die Lücken, dann eine Klammer auf, in der Sie schreiben, welche Parameter kommen, und da geht es jetzt los mit Kostenkläger und Kostenbeklagter. Wichtig ist, jetzt kommen zwei Klammern zu. Die erste Klammer zu ist die Klammer für das, was hinter dem Prozentzeichen beginnt. Die zweite Klammer zu ist die Klammer zu für das Print. Wenn Sie jetzt unser Programm ausführen, dann können Sie eingeben, Streitwert 100, Umfang in Höhe von 20 erfolgreich und es erscheint ein Fehler. Warum erscheint ein Fehler? Ganz einfach, weil da der Computer versucht, das Prozent mit dem P von Prozent zusammenzuziehen und sagt, Prozent P gibt es nicht, ich kenne nur Prozent F, Prozent I und Prozent S. Deshalb machen wir hier noch ein Prozent F hin, damit der Computer weiß, was in die Lücke rein muss. Und jetzt können wir endlich das Programm ausführen. Es ist aber noch nicht wirklich schön, denn wenn Sie gucken, 50,00000, das finden wir nicht so elegant. Damit dann nicht so viele Nachkommastellen sind, müssen wir die Zahl der Nachkommastellen begrenzen. Und wie man das macht, haben wir schon gelernt, denn man macht da einfach ein Punkt 2f und hat dann nur noch zwei Nachkommastellen. Alle Nachkommastellen, die danach kommen, werden schlicht abgeschnitten. Wenn Sie also sagen 133, dann kommen da 67 zu 33 raus. Das ist nicht weiter spektakulär. Allerdings werden Sie sehr schnell erkennen, dass es dabei Rundungsfehler gibt, denn es wird gerade nicht auf- oder abgerundet, sondern es wird einfach abgeschnitten. Python unterstützt aber auch das normale Runden, was Sie alle kennen. Das heißt, bei unter 0,5 wird abgerundet und bei über 0,5 wird aufgerundet. Und dafür gibt es eine Funktion, die hat den Namen Round. Round heißt englisch runden und Round hat zwei Parameter. Nämlich einerseits einen Parameter, der angibt, was gerundet werden soll. In unserem Fall zum Beispiel hier diese Formel und einen zweiten Parameter, der die Zahl der Nachkommastellen angibt. In diesem Fall 2. Sie können da theoretisch auch eine machen oder sogar 0. Dann wird der Wert entsprechend auf weniger Nachkommastellen berechnet. Wenn Sie das so machen, dann wird Ihre Kostenquote genauso ausgerechnet, wie Sie haben wollen. Und es sieht immer etwas hübscher aus. Hübscher kann man es auch machen, wenn man statt dem Wort Prozent einfach ein Prozentzeichen macht. Und Sie erinnern sich, wenn ich einfach nur Prozent schreibe, wird der Computer verwirrt. Stattdessen müssen Sie dann zwei Prozentzeichen machen, damit das auch entsprechend angezeigt wird. Also so. Und wir schauen, was passiert. 100. 20 und es kommt ein Prozentzeichen. Das ist schon deutlich hübscher. Wir können noch ein paar weitere Verbesserungen vornehmen. Wir können nämlich zum Beispiel hier statt unserer Prozentschreibweise die Schreibweise mit dem F wie Friedrich machen. Dazu muss vor das erste Anführungszeichen der Buchstabe F gesetzt werden. Wichtig, vor das Anführungszeichen. Und jetzt können Sie statt dieser Prozentzeichen hier geschweifte Klammern machen und in die geschweiften Klammern das reinschreiben, was Sie einsetzen wollen. Das heißt, Sie können es so schreiben, dass die Lücke schon verständlich ist. Zum Beispiel so. Und damit kann dann das, was danach kommt, mit dem Prozentzeichen auch weg.
Wenn Sie jetzt unser Programm wieder ausführen, kommt exakt das gleiche Ergebnis wie eben. Sie sehen aber, jetzt sind die Prozentzeichen doppelt. Warum? Weil in einem F-String das Prozentzeichen keine eigene Bedeutung hat. Das heißt, er liest es einfach als Prozentzeichen und Sie können es einfach wieder auf normales Prozent setzen. Damit haben Sie Ihr erstes Programm geschrieben. Spielen Sie mal ein bisschen damit rum, probieren Sie ein paar Veränderungen und Verbesserungen und wir machen dann später weiter, wenn Sie das erledigt haben. Vielen Dank und machen Sie eine Lernpause. So, kommen wir nun zu unserem zweiten Programm. Wie angekündigt, soll unser zweites Programm die Umsatzsteuer berechnen. Und wir haben dazu das alte Programm komplett gelöscht, also von unserem schönen Kostenrechner ist nichts mehr übrig geblieben. Wie bei unserem ersten Programm beginnen wir in der ersten Zeile wieder mit einem Kommentar, das heißt mit einer Raute. Und wir nennen dieses Programm praktischerweise Programm 02, Doppelpunkt, Umsatzsteuerrechner. In die zweite Zeile wieder unser Copyright-Vermerk, also Copyright 23. April 2021, Michael Wörskens oder was auch immer Sie da schreiben wollen. Jetzt können wir erstmal wieder unsere Variablen definieren. Was brauchen wir, um die Umsatzsteuer zu berechnen? Wir brauchen zunächst mal einen Preis. Und dieser Preis kann natürlich nicht nur ganze Euro haben, er kann auch Centbeträge enthalten. Das heißt, praktischerweise nehmen wir auch hier wieder einen Float-Betrag. Dann brauchen wir einen Steuersatz, denn Sie wissen vielleicht, es gibt nicht nur 19% Mehrwertsteuer, sondern es gab auch mal eine auf 16% herabgesetzte und es gibt auch heute noch einen vergünstigten Mehrwertsteuersatz von 7% für bestimmte Leistungen, die der Gesetzgeber als existenziell betrachtet. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Ergebnis und das kann sein ein Bruttopreis oder ein Nettopreis. Gut, all das ist jetzt allzu spektakulär nicht. Ich brauche das Programm nicht auszuführen. Sie wissen, das sind alles nur Variablendefinitionen, die als solches keine Ein- oder Ausgabe bringen. Was machen wir jetzt? Nun, wir müssen jetzt natürlich eine Eingabe haben. Und was kann der Benutzer alles so eingeben? Nun, er kann zunächst mal einen Preis eingeben. Das heißt, wir machen ein Preistext. Da wir wissen, Eingaben sind immer Textketten, also Strings, können wir auch sagen, das ist ein STR. Dann kommt unser Gleichheitszeichen und jetzt kommt, da es sich um eine Benutzereingabe handelt, ein Input. Und der Input lautet hier einfach Preis in Euro Doppelpunkt. Allzu spektakulär ist dieses Programm bisher noch nicht, aber wir brauchen es ebenfalls nicht auszuführen, um zu wissen, das gibt genau diese Frage aus mit einem blinkenden Cursor und ich kann was eingeben. Dann fragen wir noch unseren Steuersatz ab. Auch da Steuersatz Text, denn es ist eine Eingabe, STR und wieder Input Steuersatz in Prozent Doppelpunkt, damit derjenige auch keine Kommazahl eingibt. Jetzt haben wir natürlich diese Texte und Sie wissen, mit Texten kann man nicht rechnen. Das heißt, ebenso wie unserem ersten Programm müssen wir die Eingaben wieder umwandeln. Und das geschieht, Sie erinnern sich, indem wir da den Zieltyp, hier Float, dann eine Klammer und dann die Quellinformation, hier den Text, eingeben. Damit wandle ich den Preis um in eine Zahl, mit der ich weiter rechnen kann. Als nächstes
muss ich das selber natürlich auch mit dem Steuersatz machen. Das heißt, auch da gleich Float Steuersatz Text. Damit habe ich jetzt Werte, mit denen ich rechnen kann. Wie kann ich jetzt den Bruttobetrag ausrechnen? Nun, das ist nicht wirklich schwierig, indem ich einfach hier sage, der Bruttopreis errechnet sich, indem ich den Betrag mit dem Steuersatz erhöhe. Das heißt, der Bruttopreis berechnet sich, indem ich hingehe und den Preis nehme mal, und jetzt kommt 100% plus Steuersatz. Zum Beispiel, wenn der Steuersatz 19 ist, wird dann gerechnet Preis mal 119. Aber wir haben natürlich keine Steuer von 119, sondern wir haben eine von 119%. Und das heißt, wir müssen das Ganze wieder durch 100 teilen. Wie kriege ich jetzt den Nettopreis, falls ein Bruttopreis eingegeben worden ist? Nun, ganz einfach, indem ich genau spiegelbildlich rechne. Das heißt, ich rechne unseren Preis durch, Klammer auf, 100 plus Steuersatz durch 100. Das heißt, ich teile einfach den Betrag wieder raus und habe dann das, was vorher bestand. Das Ganze kann ich jetzt auch ausgeben. Das heißt, ich schreibe Print bei einem Nettopreis von Prozent F beträgt der Bruttopreis Prozent F Steuersatz Prozent F Prozent. Da ich wieder die Prozentschreibweise gewählt habe, muss ich jetzt alle Angaben, die in diesen Lückentext kommen, in die Klammer setzen. Das heißt, wir haben zuerst den Preis gehabt, dann haben wir den Bruttobetrag und dann haben wir den Steuersatz. 1, 2, 3 Parameter, und Sie sehen schon den großen Nachteil dieser Schreibweise, weil man gar nicht mehr weiß, wie viele Lücken es sind und wo die sind. Spiegelbildlich bei einem Bruttopreis von Prozent F beträgt der Nettopreis Prozent F, Klammer auf, Steuersatz Prozent F Prozent, und für die Lücken wieder Preis Nettopreis und Steuersatz. Wenn wir dieses Programm jetzt ausführen, dann kommen zuerst unsere Abfragen und wir sehen, der Preis beträgt entweder 119, wenn wir einen Nettopreis eingegeben haben, oder er beträgt 84 Euro, wenn wir einen Bruttopreis eingegeben haben. Sehr schön ist das Ganze aber noch nicht. Denn Sie sehen, das sind alles hier ganz hässliche Zahlen mit mehr als zwei Nachkommastellen. Denn wir wissen alle, bei Eurobeträgen kann es nur zwei Stellen geben. Und Sie erinnern sich, wir machen das alles, indem wir unser Punkt 2 einfügen. Damit reduzieren wir die Zahl der Nachkommastellen auf 2. Und Sie sehen, das Ganze wird dann etwas hübscher. Nun haben wir üblicherweise keine Steuersätze mit halben Prozent. Das heißt, hier können wir es uns noch ganz einfach machen. Und man könnte auf die Idee kommen, einfach hier ein Punkt 0f zu machen. Und was passiert dann? Nun, dann sieht das so hübsch aus, dass dann da auch die Kommazahl ganz wegfällt. Allerdings hat unser Programm einen schwerwiegenden Fehler. Es schneidet nämlich die Nachkommastellen einfach nur weg,
es rundet nicht. Und Sie erinnern sich an unser letztes Programm. Für das Runden gibt es eine eigene Funktion, nämlich die Funktion Round. Und Round wird einfach davor geschrieben und dann kommt die Zahl der Nachkommastellen, auf die gerundet werden soll. In diesem Fall jeweils 2. Und damit kriegen Sie dann auch die Komma 9 und Komma 7 entsprechend hin und her gerundet. Ich habe Ihnen gesagt, dass mit dem Prozent, das ist optisch nicht wirklich schön. Deshalb gibt es die Möglichkeit, dass man das Ganze auch mit diesen geschweiften Klammern macht. Und bei den geschweiften Klammern haben Sie den Vorteil, dass es dadurch auch automatisch besser lesbar wird. Das heißt, auch da kann man dann hingehen und den Text verbessern. Und das ist quasi Ihre erste Optimierung. Wie mache ich dieses Programm schöner? Ich gebe Ihnen jetzt einen Moment, dass Sie es selber mal ausprobieren und dann mache ich es Ihnen vor. So, da sind wir wieder. Und wie machen wir das jetzt mit dieser F-Syntax? Nun, wir setzen ein F wie Friedrich vor das erste Anführungszeichen und dann gehen wir an die Stellen, wo etwas eingefügt werden soll und arbeiten dann uns mit geschweiften Klammern vor. Das heißt, unsere erste Lücke ist der Preis und da können wir einfach geschweifte Klammer auf Preis, geschweifte Klammer zumachen und hier kommt dann unser Bruttopreis hin und da kommt unser Nettopreis hin. Dann beim Steuersatz müssen Sie hier wieder eine geschweifte Klammer und unseren Steuersatz da reinschreiben. Dasselbe auch hier oben. Dann erinnern Sie sich, das Doppelprozent brauchen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, das zweite Prozentzeichen können Sie weglassen. Und das Prozent nach der Klammer kann auch ersatzlos gestrichen werden. Damit ist unser Programm schon deutlich einfacher. Und dieser Satz bei einem Bruttopreis von Preis, beträgt der Nettopreis netto, Steuersatz, Steuersatz, ist deutlich lesbarer als vorher. Aber wenn wir das Programm jetzt ausführen, was passiert? Nun, wir haben hier hässlicherweise nur eine Nachkommastelle. Das wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen, dass das Ganze wieder so schön wie eben wird. Wie kann man jetzt diese Punkt 2f-Sache abbilden? Nun, dazu gibt es einen Trick. Man kann nämlich einen Doppelpunkt hinter den Parameter setzen und Sie können dann sagen, wie viele Nachkommastellen Sie haben wollen. Das heißt, genauso wie eben können Sie dann unser Doppelpunkt Punkt 2f oder unser Doppelpunkt 0f an die Stelle setzen. Das heißt, Sie können hier Punkt 2f, da Punkt 2f und schon haben Sie die gleiche Formatierung, die Sie eben hatten, mit 2 Nachkommastellen bei den Preisen und keiner Nachkommastelle bei den Steuersätzen. Damit haben wir auch unser zweites schwieriges Programm geschrieben und Sie haben es hoffentlich eine gewisse Erfahrung mit dem Umgang mit Parametern, mit Input und Output und mit den Grundrechenarten. Wie bereits angekündigt, habe ich eine kleine Hausaufgabe für Sie. Sie sollen einen Rechner für den Blutalkoholspiegel eines Menschen programmieren. Jetzt fragen Sie sich, woher sollen Sie wissen, wie das geht? Sie sind ja keine Chemiker. Nun, Sie tun dasselbe, was ich auch getan habe. Sie gucken bei Wikipedia nach. Und Wikipedia sagt Ihnen, eine übliche Berechnungsformel ist die sogenannte Wittmaack-Formel, benannt nach dem Chemiker Erich Matteo Prochet Wittmaack, der im Zweiten Weltkrieg gestorben ist. Und diese Formel ist eigentlich recht anschaulich. Die Formel sagt nämlich, Sie müssen den aufgenommenen Alkohol in Gramm
durch die Masse der Person teilen und das Ganze mit einem Reduktionsfaktor multiplizieren. Wie erfährt man nun den aufgenommenen Alkohol in Gramm? Dazu brauchen Sie die Menge an Alkohol in Millilitern, die aufgenommen wurde, multipliziert mit dem Alkoholanteil in Prozent. Das steht üblicherweise auf den Flaschen drauf, also 5% oder 20% oder von mir aus auch 30%, wenn Sie irgendwelche hochprozentigen Sachen in sich hineinschauen. Schließlich brauchen Sie die Dichte des Alkohols in Gramm pro Milliliter. Und da wir ja hier keinen Chemiekurs haben, kann ich Ihnen das vorgeben. Die beträgt 0,8. Dann mag Sie noch etwas irritieren, dieser mysteriöse Reduktionsfaktor. Der Reduktionsfaktor bestimmt sich nach dem Geschlecht. Bei Männern ist er 0,7, bei Frauen ist er 0,6. Und damit hätten Sie alle Angaben, die Sie brauchen, um das Programm zu entwickeln. Ein paar kleine Tipps. Im ersten Schritt sollten Sie überlegen, welche Werte der Benutzer eingeben muss. Und im zweiten Schritt sollten Sie überlegen, wie diese Werte dann umgewandelt und verrechnet werden. Und im letzten Schritt, wie diese Ergebnisse dem Benutzer wieder ausgegeben werden. Das entspricht eigentlich dem, was wir in unseren beiden anderen Beispielen schon gemacht haben. Insofern sollten Sie das eigentlich ganz gut hinkriegen. Viel Erfolg!